Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte es ja schon in der Einführung gesagt, dass dieses Thema offensichtlich großes Interesse findet, wie man an Sonderseiten in den Medien und fortlaufenden Kommentierungen erkennen kann. Es ist auch zweifellos ein Thema, das Emotionen wecken kann. Dabei möchte ich für die Emotionen auf der Grundlage der bisherigen Medienberichterstattung auch durchaus Verständnis zeigen. Wir haben es hier mit verschiedenen emotional erregenden Umständen zu tun. Ich nenne nur die zwei wichtigsten. Einmal wird es so dargestellt, als ob den Müllmännern schon kleinste Wohltaten missgönnt würden. Mal ein Furzger zu Weihnachten, während in den Chefetagen Riesenvorteile eingesteckt werden dürften. Und wenn man den Vergleich so zieht, den Wert eines 50-Euro-Scheins zu Weihnachten und andererseits, was der Normalbürger für die Teilnahme an einem Champions-League-Finale zahlen müsste, dann ist dieser Vergleich in der Tat verwirrend, befremdlich und für viele empörend. Deswegen werde ich deutlich darlegen, wie sorgfältig Geschenke und Dienstreisen voneinander zu unterscheiden sind. Eine Unterscheidung, die bisher in der Berichterstattung oft vollkommen weggelassen wurde. Und dann ist es natürlich für viele Normalbürger empörend, dass sie selber überhaupt keine Chance haben, nach Wembley oder einem vergleichbaren Champions League-Finalspiel zu kommen, nicht einmal mit Geld. Und dann erfährt man, dass es aufgrund einer persönlichen Sympathie offensichtlich doch möglich ist, dass da Privilegien, die für den Normalbürger, wenn er noch so ein leidenschaftlicher Fußballfan ist, versperrt sind, plötzlich anderen sich erschließen. Also ich habe für die Empörung Verständnis, muss aber darauf hinweisen, dass sie von falschen Annahmen ausgeht und bitte deshalb um die Geduld und Sorgfalt, die Unterschiede zu beachten. Erster Punkt, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Geschenken und Dienstreisen, auch wenn Dienstreisen manchmal einem als Geschenk erscheinen. Ich habe unter vielen Dienstreisen gelitten und hätte sie lieber nicht absolvieren müssen, aber ich habe im Zusammenhang mit der Olympiabewerbung auch Dienstreisen erlebt, vom Stadtrat ausdrücklich beschlossen, die einem Privatbürger auch viel Geld gekostet hätten, zum Beispiel zur Olympia-Entscheidung im südafrikanischen Durban oder zur Konferenz des Olympischen Komitees in Südamerika. Also es kann eine Dienstreise, auch von ehrenamtlichen Stadträten, die mich begleitet haben, schon als persönliche Bereicherung erlebt werden, wenn man eine Dienstreise machen kann. Trotzdem ist sie kein Geschenk. Bei der Dienstreise kommt es ausschließlich darauf an, ob sie dienstlich veranlasst ist, ob sie einem dienstlichen Zweck genügt und ob sie nach den Vorschriften für Dienstreisen genehmigt ist. Wenn ja, dann ist sie eine Dienstreise und eine dienstliche Veranstaltung
vollkommen unabhängig davon, ob es für den betroffenen kommunalen Wahlbeamten oder städtischen Mitarbeiter ein Fluch oder ein Segen ist, ob es als Last oder als Geschenk empfunden wird. Entscheidend ist die dienstliche Veranlassung und die Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften. Das ist ein Unterschied, auf den man nicht klar genug hinweisen kann. Niemand hat Müllmännern Dienstreisen untersagt, wenn es, ja, selbstverständlich, selbst, ja, provozieren Sie nur, ich wäre gerade an Ihrer Stelle sehr zurückhaltend, was Sie übrigens in der Vergangenheit auch gewesen sind. Ich darf mich für die CSU-Begründung und den Fragenkatalog ausdrücklich bedanken. Ich halte das für eine vollkommen sachliche Darstellung von Fragen, die beantwortet werden müssen. Aber weil Sie gelacht haben, noch einmal, es gibt überhaupt keine Unterschiede bei Dienstreisen nach der Höhe. Wir haben Sachbearbeiter etwa mit Schüleraustausch, die in der Hierarchie sehr weit unten angesiedelt sind und weit mehr Dienstreisen gemacht haben als ihr oberster Chef im Referat. Und es gibt auch für Referenten das Verbot der Geschenkannahme, das schon für 20 oder 50 Euro Sachwerte gilt. Es gibt keinen rechtlichen Unterschied zwischen unteren und obersten Dienstgraden, sondern es gibt die Frage, ob es bei der Dienstreise eine dienstliche Veranlassung gibt oder nicht. Die Geschenke und Zuwendungen sind allen verboten. Seit wann, werde ich noch sagen. Zweitens, wir müssen einen Unterschied sehen. Das gilt vollkommen identisch für die Stadt und den Staat und den Bund zwischen der Repräsentanz der Gebietskörperschaft und Vertretern der Verwaltung. Repräsentant kann nur das Staatsoberhaupt, der Regierungschef, in Bayern der Ministerpräsident, in Kommunen der Oberbürgermeister oder seine Vertreter sein. Und davon zu unterscheiden ist, dass Vertreter der Stadtverwaltung zu Dienstreisen geschickt oder eingeladen werden können. Da gibt es keine Nachrangigkeit, dass erst der Bürgermeister gefragt werden muss und dann der Fachreferent, der zu einem Fachkongress oder zu einer Messeveranstaltung oder einer Tagung eingeladen wird. So, welche Regeln gelten? Darüber haben die Zeitungen die bizarrsten Fehlinformationen verbreitet. Es ist behauptet worden, ich hätte mit dem Schreiben, mit der Verfügung vom 20. Februar 2012 die Richtlinien für kommunale Wahlbeamte eingeschränkt. Das Gegenteil ist der Fall, und das werden Sie den Anlagen zum Protokoll ausführlich entnehmen können. Das Gegenteil ist der Fall. Für kommunale Wahlbeamte gab es bis zu meiner Verfügung ausschließlich die Vorschriften des Kommunalen Wahlbeamtengesetzes, die fast nichts regeln. Sie sagen, Vorteilsannahme ist verboten, es sei denn, der Dienstherr genehmigt. Aber wann er genehmigen darf, bis zu welcher Höhe, unter welchen Konditionen, ist im Kommunalen Wahlbeamtengesetz nicht geregelt. Wir haben hingegen seit dem Drängen der Staatsanwaltschaft für die Mitarbeiter klare Regularien aufzustellen, strenge Regelungen für die gesamte Belegschaft. Das sind die bekannten Richtlinien zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken.
gültig seit 1. Juli 2007. Es war die Korruptionsbeauftragte der Landeshauptstadt, die darauf hingewiesen hat, dass diese Regeln für die Belegschaft auch auf die kommunalen Wahlbeamten ausgeweitet werden sollten. Wir haben dies in der Referentenrunde diskutiert. Die Antikorruptionsbeauftragte hat Vorschläge dazu unterbreitet. Wir haben festgestellt, dass es überhaupt keinen Unterschied zwischen den untersten Dienstgraden, den Sachbearbeitern in allen Referaten und den kommunalen Wahlbeamten geben soll, mit einer Ausnahme. Das Amt des kommunalen Wahlbeamten bringt Einladungen zu Richtfesten, Stadtbaurätin zum Beispiel, zu Kulturveranstaltungen, gilt vor allem für den Kulturreferenten, bei der Fertigstellung von Gebäuden, gilt vor allem für die Baureferentin, mit sich, wo es aufwendig erscheint, jede dieser Einladungen zum Gegenstand eines Genehmigungsverfahrens zu machen, weshalb die Antikorruptionsbeauftragte schriftlich vorgeschlagen hat, die Regeln für die Belegschaft auf die kommunalen Wahlbeamten auszudehnen, mit der einzigen Einschränkung, dass sozial adäquate, angemessene Einladungen zum Repräsentieren der Stadtverwaltung, des Fachressorts zulässig sein sollen. So wird dies seit 2012 auch gehandhabt. Es ist, um das nochmal klar zu sagen, weil ich wirklich verwunderlich finde, wie Zeitungen die Wahrheit ins Gegenteil verkehren, ohne auch nur einmal mit einem Telefonanruf sich sachkundig machen zu wollen. Der Vorwurf, ich hätte die Regeln für kommunale Wahlbeamte eingeschränkt, ist nicht nur frei erfunden, er ist das Gegenteil der Wahrheit, dass erst durch meine Verfügung vom 20.02.2012 die Regeln, sie heißen Richtlinien zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken, auf die kommunalen Wahlbeamten ausgeweitet worden sind. Ich bitte, dies zur Kenntnis zu nehmen. Vierte Feststellung: Es ist zu unterscheiden zwischen einer privaten und einer persönlichen Einladung. Wenn eine Privatperson oder eine Person der öffentlichen Verwaltung aus privaten Gründen eingeladen wird, ist dies immer eine nicht dienstliche Angelegenheit. Wenn also dabei materielle Vorteile gewährt werden, wäre dies eine unzulässige Vorteilsannahme. Hingegen gibt es sehr wohl persönliche Einladungen. Also fast alle Einladungen, ob von Bundesministerien, von Landesministerien, von Fußballvereinen, von Sportorganisationen, von Akademien und Stiftungen oder von Unternehmen, die ein Richtfest feiern oder eine Eröffnung, sind an Personen adressiert und nicht nur an die Stadtverwaltung. Damit ist das aber noch lange keine private Einladung. Wenn also steht Landeshauptstadt München, Stadtbaurätin Thalgott, da habe ich es über ein Jahrzehnt lang erlebt, wir bitten Sie, zu unserer Richtfestfeier zu kommen, dann ist das eine persönliche Einladung und keine private Einladung. Warum ist die Unterscheidung so wichtig? Weil der FC Bayern die Einladung gerichtet hat an den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt und an den Wirtschaftsreferenten der Landeshauptstadt. Damit waren das Einladungen, die schon
auf eine Person zugeschnitten, zugemünzt waren, aber keineswegs eine Privateinladung, wo sich eine Privatperson nach Belieben einen bevorzugten Menschen der Stadtverwaltung herausgepickt hätte. Es waren funktional definierte Einladungen an den Oberbürgermeister und den Wirtschaftsreferenten. Fünfte Bemerkung, es kam noch eine zweite Einladung hinzu. Mit der bin ich am letzten Arbeitstag vor den Pfingstferien vom Kulturreferenten befasst worden. Es kam plötzlich vom Kulturreferat die Frage, ob ich Bedenken hätte, dass der Chefdirigent Lorin Marcel und der Intendant der Philharmoniker Paul Müller eine Einladung des FC Bayern nach Wembley annehmen. Nun hätte ich das in früheren Jahren nicht getan, in Ermangelung einer sachlichen Begründung. Aber dieses Jahr hatte es eine international spektakulär beachtete Begründung. Die Münchner Philharmoniker haben nämlich mit einer Einspielung, die im Netz international eine richtige Rolle spielt, geschafft, die klassische Musik in der gesamten Fußballwelt und ihrer Fangemeinde zu präsentieren. Eine genialere Werbeidee für die Philharmoniker und die klassische Musik hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Und natürlich sollte der Chefdirigent darlegen, warum die Philharmoniker das gemacht haben, warum es den Philharmonikern wichtig ist, neues Publikum zu erschließen und anzusprechen, Brücke zwischen klassischer Musik und Fußballfans zu errichten. Und deswegen habe ich diese Dienstreise genehmigt. Übrigens hätte Lorin Marcel gar keine Genehmigung gebraucht, weil er kein städtischer Mitarbeiter ist. Aber der Intendant brauchte sie natürlich. Ich darf darauf verweisen, dass der Fall gleichgelagert ist. Am selben Tag Genehmigungsantrag, Genehmigung erteilt, Reise angetreten. Die öffentliche Würdigung ist aber sehr unterschiedlich. Dabei gibt es für die Dienstreise des Wirtschaftsreferenten wesentlich mehr Argumente als für die Erlaubnis der Einladungsannahme durch den Intendanten. Dies soll aber nicht im geringsten als Kritik oder Distanzierung verstanden werden. Ich bin Lorin Marcel und dem Intendanten und den Philharmonikern auch als Blauer dankbar, wie sie die Gelegenheit genutzt haben, das Champions League-Finale für einen internationalen, ja sogar weltweiten Auftritt der Münchner Philharmoniker zu nutzen und die Philharmoniker als Marke mit der Marke FC Bayern bekannt zu machen. Ich wundere mich nur, dass diese Genehmigung zwar erwähnt wird, schamhaft, aber überhaupt keine Rolle spielt, obwohl es doch angeblich um die Gleichbehandlung aller städtischen Beschäftigten geht. Das habe ich bisher intellektuell noch nicht erfasst. Sechste Bemerkung: In beiden Fällen ist der Dienstweg penibel eingehalten worden. Die betroffenen Personen oder Institutionen haben sich an die Referatsleitung gewandt. Die Philharmoniker an den Kulturreferenten. Der Wirtschaftsreferent ist selber Referatsleiter, aber der Antrag wurde von seinem Büro an mich weitergeleitet. Nun hatten wir eine Besonderheit, siebte Bemerkung, dass die Einladung extrem spät ausgesprochen worden ist. Das ist eigentlich die einzige Besonderheit, die ich hier erkenne. Ich war ja schon viermal bei Champions League Spielen als Repräsentant der Stadt dabei.
Da kam die Einladung immer so 3-4 Wochen vorher. Hier kam sie am letzten Werktag vor den Pfingstfeiertagen. Das hat in der Tat eine etwas schnellere Bearbeitung erfordert. Aber sie ist trotzdem in aller bürokratischer Perfektion und Vollendung geleistet worden. Es gab einen schriftlichen Antrag zur Genehmigung der Annahme der Einladung und nach dieser Genehmigung auch einen Dienstreiseantrag schriftlich gestellt und schriftlich erteilt. Wobei ich bei einem Gespräch, wo mich der Wirtschaftsreferent auf die bevorstehende Einladung hingewiesen hat, gesagt habe, die Genehmigung werde, da es hier eine Dienstreise ist und nicht eine Repräsentanz der Stadt, selbstverständlich nur der Dienstkraft erteilt und nicht, wie in der Einladung vorgesehen, der Ehefrau. Dieter Reiter hat nur gesagt, das sei ja vollkommen selbstverständlich. Ich will damit nur sagen, nicht, dass Sie jetzt daraus versuchen, mir einen Strick zu drehen, dass ich bei einem Champions-League-Spiel auch schon die Frau mitgenommen habe. Das ist bei Repräsentanten ausdrücklich vorgesehen. Es war auch immer in den letzten 20 Jahren der bayerische Ministerpräsident mit Ehefrau der Einladung gefolgt und ich möchte ausdrücklich feststellen, dass ich das nicht kritisiere, sondern billige, weil ich es zumindest einmal auch genauso praktiziert habe. Bei Dienstreisen ist es unmöglich, die Einladung auf die Ehefrau zu erstrecken und deswegen ist das sogar in der Genehmigung klargestellt worden. Die Genehmigung gilt nur für die Person des städtischen Mitarbeiters und nicht für die Ehefrau. Von den Entscheidungen sind Ablichtungen an die Korruptionsbeauftragte der Stadtverwaltung geschickt, denn allein während des Gesprächs mit dem Wirtschaftsreferenten hat der FC Bayern schon zweimal angerufen, ob jetzt genehmigt wird oder nicht, weil die Sache so dringlich sei. Und wie gesagt, das ist die einzige Besonderheit, dass die Einladung so spät gestellt wurde, dass sie am selben Werktag entschieden werden musste. Aber die Ablichtung der Entscheidung ist der Korruptionsbeauftragten zugegangen und sie hätte Werktage Zeit gehabt, um Bedenken geltend zu machen. Das ist selbstverständlich nicht geschehen. Neunte Feststellung, ja, weil es keinen Anhaltspunkt dafür gab. Wenn Sie anderer Meinung sind, Herr Podiuk, können Sie im Freistaat Bayern ein segensreiches Wirken entfalten. Neunte Bemerkung, bereits am nächsten Werktag, das war der Dienstag nach Pfingsten, hat der Wirtschaftsreferent dann den formellen Dienstreiseantrag gestellt. Es sind ja, bitte? Trotzdem muss er für die Dienstreise eine Dienstreisegenehmigung haben. Sie alle kennen die Vorschriften beispielsweise über den Versicherungsschutz, wovon ehrenamtliche Stadträte reichlich Gebrauch machen. Wir können beliebig viele Fässer aufmachen, dann werde ich über alle diese Fässer umfangreich Aufschluss geben. Selbstverständlich braucht eine dienstlich veranlasste Dienstreise eine Dienstreisegenehmigung. Die ist beantragt worden am nächsten Werktag. Und sie ist auch erteilt worden. Und jetzt weise ich auf etwas hin, was überhaupt nichts mit Abschiebung der Verantwortung zu tun hat. Ich habe ja die Genehmigung erteilt zur Annahme dieser Einladung und damit zum Ausdruck gebracht, dass ich sie dienstlich veranlasst sehe und für eine Dienstreiseverpflichtung halte. Aber die Dienstreisegenehmigung ist, das hat nur mit dem Zufall der Urlaubsvertretung in der Pfingstwoche zu tun, vom
jetzt sage ich mal die falsche Amtsbezeichnung, Präsidenten des TSV 1860. Jetzt folgt die richtige vom noch amtierenden Präsidenten des TSV 1860 München, nämlich vom Bürgermeister Hepp Monatseder, unterschrieben worden. Ich sage dies nicht, um auch nur im geringsten Verantwortung abzuschieben. Die trage ich selbstverständlich als Verwaltungschef, der die Genehmigung zur Annahme der Einladung gegeben hat, selber. Aber ich weise darauf hin, wie absurd die Unterstellung ist, hier sei irgendetwas heimlich geschehen oder hier habe der FC Bayern beängstigenden Einfluss gehabt. Dann ist es schon lustig, wenn die Genehmigung vom amtierenden Präsidenten des TSV 1860 unterschrieben wird. Und es ist auch nicht besonders geheim gehalten worden, wenn es durch alle beteiligten Referate ging und die Handzeichen zeigen, wer die Vorgänge alles bearbeitet hat. Jetzt kommt ein weiteres Kapitel, das ich schon bemerkenswert finde, wie heutzutage Politik gemacht wird. Sie alle kennen die Schlagzeile Staatsanwalt ermittelt. Also Ermittlungen der Staatsanwaltschaft werden eröffnet, wenn sich ein Anfangsverdacht so erhärtet, dass die Staatsanwaltschaft eine Straftat annimmt. Dazu habe ich erklärt, wenn der Staatsanwalt hier ein strafbares Handeln sieht, dann kann ich ihm viele Auskünfte erteilen, die ein großes Tätigkeitsfeld für die Staatsanwaltschaft eröffnen. Aber siehe da, nach den Schlagzeilen, man könnte auch sagen, nach der vorläufigen, einstweiligen publizistischen Hinrichtung, kam dann am gestrigen Tag das Kleingedruckte. Die Staatsanwaltschaft stellt fest, dass sie nicht einmal einen Anfangsverdacht hat, sondern lediglich den Medienberichten nachgehen wollte. Das ist für mich eine neue Erfahrung. Man lernt auch nach 20 Jahren Oberbürgermeistertätigkeit noch dazu, dass ohne einen Anfangsverdacht nur aufgrund der Presseberichterstattung, der der Staatsanwalt nachgehen möchte, bereits die öffentliche Hinrichtung erfolgt, Staatsanwalt ermittelt, also muss es nicht nur moralisch verwerflich, sondern sogar strafrechtlich verboten gewesen sein, was er tut. Ich möchte mich aber ausdrücklich bedanken, dass die Zeitung mit der Schlagzeile am nächsten Werktag ein ausführliches Interview gemacht hat, dem zu entnehmen war, wie der Sachverhalt wirklich ist. Aber nehmen Sie es bitte zur Kenntnis, die Staatsanwaltschaft hat Stand heute nicht einmal einen Anfangsverdacht, was natürlich auf Sonderseiten zu diesem einen Flugticket unerwähnt bleibt, aber bei einer umfassenden Unterrichtung des Stadtrats nicht unterschlagen werden darf. Es gibt kein Aktenzeichen, keine Entscheidung, auch nur zu ermitteln. Es gibt nur die Veranlassung, einer umfangreichen Presseberichterstattung auch nachzugehen. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir mal zum interessanten Kern. Was wird eigentlich kritisiert auf Sonderseiten in Artikelserien? Und meine Feststellung ist, selbst die Kritiker, und das gilt sogar für die Teilnehmer an der Kommunikation in den sozialen Netzen, kritisieren nicht, dass der Wirtschaftsreferent da war. Es wird sogar von einigen ausdrücklich bestätigt, ja, der hat selbstverständlich da sein müssen. Wo kann man überhaupt mehr Wirtschaftskapitäne der deutschen Wirtschaft antreffen als, ich sage es voller Demut,
als Mitglied der kleinen Konkurrenz als beim FC Bayern. Wo kann man mehr Stadtmarketing machen, als wenn die europäische und außereuropäische Medienwelt zugegen ist aus Anlass eines Champions-League-Finales? Nirgendwo. Es gibt überhaupt kein besseres Podium, um Kontakte zur Wirtschaft aufzunehmen, um internationale Medienwelt zu erreichen und ganz speziell Olympiasponsoren anzuwerben, was zumindest vielen hier im Haus ein Anliegen ist, als das Bankett des FC Bayern. Das mag man ungerecht empfinden, aber es ist so. Und wenn die Stadt eingeladen wird, diese Kommunikationsmöglichkeit zu nutzen, werde ich alles tun, dass es auch wahrgenommen wird. Die Frage lautet ausschließlich, wer bezahlt? Bezahlt es der Einlader oder bezahlt es die Stadt? Ehrlich gesagt habe ich es überhaupt nicht gewusst, was für ein Unschuldsknabe ich bin. Ich bin viermal vom FC Bayern zu einem Champions-League-Finale eingeladen. Die wenigsten Oberbürgermeister Deutschlands kommen in diese Verlegenheit. Mir war es viermal vergönnt. Einmal war es in München. Da hat die Annahme des Tickets keinerlei Furore gemacht. Aber dreimal waren es entscheidende Flüge nach Barcelona, nach Mailand, nach Madrid. Und immer kam kurz vor dem Abflug ein Kuvert mit den Eintrittskarten, der Einladung zum Bankett und den Flugkarten. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, Gast des FC Bayern zu sein. Erst die nachträgliche Prüfung hat ergeben, dass tatsächlich dann Wochen später Rechnungen gestellt werden und auch von der Protokollabteilung bezahlt wurden. Also wer glaubt, mit dem Übungsfall Reiter später mich attackieren zu können, kann diese Debatte nur frustriert verlassen. Für mich wurde ohne mein Wissen die Flugkostenrechnung von der Stadt übernommen. Aber nicht für das Ticket, das für viele Menschen die Erfüllung aller Wünsche wäre, auf die sie einen Monat lang hinfiebern würden, und auch nicht für die Einladung zum Bankett. Und dazu stehe ich. Ich habe auch von niemandem Kritik gehört, weil es überhaupt keine Möglichkeit gibt, für das Bankett eine Rechnung zu bezahlen, die nicht gestellt wird. Das Bankett ist eine Einladung des Champions League Teilnehmers oder Champions League Siegers an die Begleitung aus der Heimat, und sie kriegen gar keine Rechnung. Deswegen hat auch niemand die Rechnung bezahlt. Ich habe aber in guter plastischer Erinnerung, wer alles dabei war. Bei dieser Bemerkung will ich es belassen, weil die Staatsanwaltschaft ja gar nicht behauptet, dass hier strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegen könne. Wenn sie es tut, dann werde ich ihr Listen übergeben, wie sie ihre Ermittlungen ausweiten kann. Ist es sittlich verwerflich, frage ich Sie, eine Einladung anzunehmen bei Kostenübernahme des Veranstalters? Das Witzige ist ja, dass mir ein bayerischer Finanzminister beigebracht hat, sehr darauf zu achten, ob der Einlader auch die Kosten übernimmt, weil es dann vor dem Steuerzahler leichter zu vertreten ist, die Einladung anzunehmen. Das war übrigens im Flugzeug zu einem Champions-League-Finale. Da plaudert man über solche Themen.
dass der heutige Finanzminister das nicht weiß, wundert mich nicht. Der Club kam noch nicht in die Verlegenheit, eine solche Reise anzutreten. Meine Damen und Herren, allein 2013, das Jahr ist noch nicht zur Hälfte abgelaufen, haben 18 kommunale Wahlbeamte der Stadt München eine Dienstreise angetreten bei Kostenübernahme durch den Veranstalter. 18 Mal. Das heißt, wenn Sie es hochrechnen, sind es 36 im Jahr, in meiner Amtszeit also Hunderte. Selbstverständlich gab es in meinen 20 Jahren Amtszeit Hunderte Vorgänge, wo kommunale Wahlbeamte aller Parteien, am Anfang war ja sogar die CSU noch vertreten, Dienstreiseanträge gestellt haben mit der Begründung, Kosten für den Steuerzahler fallen nicht an, weil die vom Veranstalter übernommen werden. Es müssen ja trotzdem alle Kriterien geprüft werden, ob es eine Dienstreise ist, dienstlich veranlasst, im dienstlichen Interesse der Stadt, gravierend genug, um den Mitarbeiter ein, zwei Tage freizustellen. Das muss ja alles erfüllt sein. Aber wenn dies erfüllt ist, dann habe ich es immer mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass die Rechnung der Veranstalter zahlt in vielen Fällen und ich die Kosten nicht dem Steuerzahler aufbrummen muss. Übrigens ist die Kostenerstattung beim Ticket gar nicht möglich und beim Bankett auch nicht. Die Ehrengast-Tribüne-Karten sind gar nicht käuflich. Das geht überhaupt nur, aber nicht durch den FC Bayern. Die Tickets bekommen Sie, und das muss ich so ausführlich sagen, weil es die einzige Frage von öffentlichem Interesse ist, wenn ich die Medienwelt beobachte. Sonst würde ich das nicht für ein Thema dieser Ausführlichkeit halten. Aber das Ticket können Sie überhaupt nicht kaufen. Und auch einen bescheidenen Stehplatz in der Südkurve können Sie nicht kaufen, weil Sie wahrscheinlich in Spanien das gar nicht rechtzeitig organisieren können. Also wenn Sie als Vertreter der Stadtverwaltung oder als Repräsentant der Stadt ein Champions-League-Finalspiel verfolgen wollen, müssen Sie von der UEFA oder dem Deutschen Fußballbund, wenn es das Pokalfinale ist, die Ehrenkarte annehmen. Kein Politiker im Stadion, keiner, egal von welcher Partei, keiner hat überhaupt die Gelegenheit gehabt, Tickets zu kaufen. Er konnte nur Ehrentickets des Veranstalters bekommen. Gilt übrigens auch für einen langjährigen Bundesaußenminister, den ich nur bei zwei Anlässen getroffen habe, bei der Sicherheitskonferenz und bei Finalspielen. Aber da haben wir uns so oft gesehen, dass das schon ein sehr freundschaftlich persönliches Verhältnis war. Und die öffentliche Meinung kritisiert sie sowieso. Gilt für manche Zeitung mehr als für andere. Aber ich bin von derselben Zeitung mit den Sonderseiten vorher kritisiert worden, dass ich nicht in Wembley war und dann, dass man mich beim Pokalfinale vermisst hat. Während der Kollege Sieger aus Dortmund herzlich begrüßt werden konnte und sogar beim Kameraschwenk kam. Also, Sie können gar nicht in ein Finalspiel kommen, ohne eine Einladung des Veranstalters anzunehmen. Und der lässt Sie sich nicht abkaufen, weil das den Handel mit der Ehrentribüne eröffnen würde, was sowohl der Deutsche Fußballbund als auch die UEFA ablehnen. So, ich will noch zwei falsche Vorwürfe eingehend behandeln, nämlich den Vorwurf,
beim Regierungschef Wulff waren es ja viel kleinere Beträge, die ihm das Genick gebrochen haben. Bei Christian Wulff ging es wohlgemerkt um eine private Münchenreise zwecks Oktoberfestbesuch. Das ist nach den Definitionen, die ich eingangs geliefert habe, glasklar. Keine dienstlich veranlasste Reise, kein dienstliches Interesse, sondern ein reines Privatvergnügen, das ich ihm von Herzen gönne, das man aber auch privat bezahlen muss. Der Vergleich Dienstreise und Privatvergnügen ist absolut unzulässig und ein Beleg dafür, dass wir die Debatte offensichtlich noch führen müssen. Weil es kann nicht von Emotionen und Neidgefühlen abhängen, ob jemand in die Pfanne gehauen wird oder nicht, sondern es muss von sachlichen Kriterien abhängen, wie die Verwaltung zu handeln hat und was nicht. Und eines hat mich besonders amüsiert, das war die These, wenn das einem CSU-Mann passiert wäre, dann hätte der Ude wohl Zeter und Mordio geschrien und das in die Pfanne gehauen. Meine Damen und Herren, was Dieter Reiter zur Last gelegt wird, habe ich in meinen Amtsjahren sehr häufig bei sehr vielen erlebt. Und die 20 Jahre sind der Beweis, ich habe es kein einziges Mal thematisiert, weil mir diese Ehrabschneiderei wegen Eintrittsmöglichkeiten wirklich schäbig vorkommt. Und sie kann auch außer Politikverdrossenheit überhaupt nichts hervorbringen. Also die These, ich hätte auch Zeter und Mordio geschrien, ist durch 20-jährige ununterbrochene Realität widerlegt. Ich habe noch keinen einzigen Fall thematisiert, den man ja zwangsläufig im Flugzeug in der Ehrentribüne mitbekommt. Also ist diese Unterstellung voll daneben. Und letzte Bemerkung, ich habe überhaupt kein Problem, dass man nach der Sensibilisierung der Öffentlichkeit Regeln verändert oder verschärft. Wenn Sie unbedingt wollen, dass die Veranstalter die Reisekosten erstattet bekommen, dann zahlt halt die Stadt München, der Münchner Steuerzahler, plötzlich an die Stadt Kiew, an die Stadt Cincinnati, an das Bundesministerium für Umwelt, an die Stiftung X oder die Stiftung Y oder die UEFA, die notleidende Arme, oder den noch ärmeren FC Bayern ein paar tausend Euro. Wenn Sie glauben, dass das für die Integrität der Stadtverwaltung notwendig ist, dann kann man die Regeln ändern. Aber man sollte niemand in die Pfanne hauen und öffentlich vorverurteilen, der sich an jahrzehntelange Regelungen des Beamtenrechts, des Reisedienstrechts, der Ausgestaltung des kommunalen Wahlbeamtengesetzes pingelig gehalten hat. Das finde ich schlichtweg.